25 Jahre Motorsport ist schon gigantisch. Ich kann mich noch erinnern, als wir 100 Jahre Motorsport gefeiert haben in Monaco. Und ich bin ja knapp 30 Jahre dabei und sehr stolz drauf, zu der Familie zu gehören. Denn als Deutscher für Mercedes zu fahren, war für mich schon immer was ganz Besonderes. Und dass jetzt im Klassikcenter von mir, glaube ich, 7 oder 8 Autos stehen, ist umso schöner. Und ab und zu darf ich die fahren und ab und zu darf ich sogar die alten Silberpfeile fahren, was besonders viel Spaß macht. It feels absolutely awesome. I can remember really well at Monaco 25 years ago when we celebrated the 100th birthday of Mercedes Motorsports. It was already a very impressive, and I'm really happy being part of such a big family. And as a German, driving for the star is something special, and I'm really proud to being with the family since nearly 30 years now. To drive Brivo's cars, it's something really special. It's also not quite easy because the pedals are different. The throttle is in the middle, the brakes on the right-hand side. You have to get used to that. Also, we are German, so we are not used to drive the car on the right-hand side. So we have to shift with the left hand. So it's not easy, especially in that car. But when you get used to it, you really enjoy it. And this is a quite powerful car too. So if you use the compressors, it's really, really push. Ich bin den SSK ja schon öfters gefahren, aber es ist immer wieder faszinierend und auch eine große Umgewöhnung, weil die Pedalerie halt von Vorkriegsautos anders ist. Das mit Gas ist in der Mitte, die Bremse rechts. Auch mit dem Schalten muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Man sitzt ja hier auf der rechten Seite, also muss mit der linken Hand schalten. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber es macht richtig viel Spaß. Also das Auto ist schon ein absolutes Hammerteil. Der SSK hat halt mit dem Kompressormotor, den man zuschaltet, indem man Vollgas gibt, so wie ein Kickdown. Und wo ich erstmal gefahren bin, habe ich gedacht, es wäre die Hupe, weil es hört sich ja so extremst an.